habe ich hier ganz vergessen. Ja, wir hier in Obermuckstadt, Mühlenausstellung, auch wir sind am Pfingstmontag dabei. Bei den 33 teilnehmenden Mühlen würden uns freuen, wenn Sie uns besuchen. In diesem Sinne, bis Montag. Jedes Jahr am Pfingstmontag richtet die Deutsche Mühlengesellschaft einen Mühlentag ein, den sogenannten Deutschen Mühlentag. Hessenweit nehmen da 600 teil. Im Rahmen des hessischen Mühlenvereins sind es 33 und auch wir hier in Obermuckstadt nehmen teil. Und damit herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Wir bereiten jetzt die Ausstellung vor und hoffen, dass alles gut eingerichtet ist und wir sehen uns gleich in der Ausstellung. Auch hier in der Ausstellung ist nun alles startklar. Viel Spaß beim Anschauen und Glück zu! Die Muckstädter Mühlenausstellung, die meisten Modelle laufen mit echt Wasser. Also muss Wasser auf die Mühlen gegeben werden und deshalb muss vor jeder Ausstellung die neu eingerichtet werden. Hier läuft das Schwalheimer Rad mit anschließendem Stänge nach Bad Nauheim. Das Fischrad wird vom Flusswasser angetrieben. Das Fischrad steht an der Flussmündung und das anschließende Wasserschöpfrad steht auch im Gewässern. Es gibt viele Mühlenarten und hier haben wir eine Kugelmühle. Endprodukt sind Steinkugeln. Diese Anlage steht in Bad Nauheim. Ursprünglich ging das Hauptrad von Niederkoden über den Hodener Berg in den Park Bad Nauheim. Dort waren 7 Kartierwerke, sprich 7 Wasserräder angetrieben worden. Wie man diesen Steinquader bearbeiten kann, unsere Vorfahren wussten das. Ein riesen Wasserrad, ein riesen Gestell und ein riesen Sägegestell. Diese Anlage datiert in die Pyramidenbauzeit. Eine Mühle ohne Wasserrad, das nennt sich Knöpfe. Mittels Stampfe konnte man zerkleinern und im Untergeschoss, wie hier in dem Modell, war ein Sägewerk angebracht. Voller Wasserdruck war hier der Antrieb. Nach dem Eisenerzabbau und danach die Nachbearbeitung des Eisenerzes spielten Hammermühlen, sogenannte Hammerwerke, eine große Rolle. Eine Mühlenanlage, die man Mehl gemahlen hat, hat man in Südfrankreich in einem Örtchen Wabergall gefunden. Die muskelangetriebenen Mühlen, die nannte man Göpelmühlen. Hier die Windmühlenabteilung. Auch die Windmühlen haben eine Entwicklung über die Jahrhunderte, Jahrtausende erfahren. Die überhaupt älteste Mühle ist Reibstein, Jahrtausende später gefolgt von der Handmühle. Und die Entwicklung geht dann weiter bis ins Industriezeitalter. Die Sammlung von Kaffee, Gewürz und Nuss und alle möglichen Mühlen umfasst eine Vielzahl von 200 Exponaten. Hier ein paar Exponate von Küchengeräten. Hier aufgehängt Werkzeuge verschiedener Art. Und
Hier haben wir eine Sammlung, kleine Sammlung von historischen Wagen. Die Mühlentechnik hat auch in der Landwirtschaft, Technik ist auch in der Landwirtschaft nicht wegzudenken. Hier eine Abwandlung einer Häckselmaschine. Das ist ein Kreidemühlen. Eine parallele Entwicklung erfuhren die Drechselmaschinen, angefangen vom Feuerquell. Und hier im Bild ist zu sehen eine Wippdrechselmaschine. Reibstein und Handmühle hier im Betrieb. Während das Korn von der Spreu zu trennen, war in der Vergangenheit eine mühsame Sache. Hier, die Fegemühle, war da schon ein modernes Instrument. Hier haben wir nur eine kleine Auswahl von unseren Exponaten gezeigt. Insgesamt gibt es um die 250 Ausstellungsstücke hier bei uns zu sehen. Auf den Seiten des Hessischen Mühlenvereins gab es eine Auflistung über die teilnehmenden Mühlen. Und so haben viele auswärtige Gäste den Weg nach Obermuckstadt gefunden. Ja, aus der näheren Umgebung, aber auch aus weiter Ferne. Es ist schon erstaunlich, wie die alten Mühlenbauer ihre Werke, ihre Mühlen geplant, realisiert und gebaut haben. Vor allem mit den Mitteln, die damals den Baumeistern zur Verfügung standen. Für viele aus der heutigen Generation einfach unvorstellbar, wie das damals schon funktionierte. Was man in der Ausstellung drinnen, also in der Theorie, gelernt hatte, das konnte man auch draußen am Reibstein und Handmühle und auch an der Handgetreidemühle selbst ausprobieren. So konnten alle Besucher ein positives Bild der Müllerei mit nach Hause nehmen. Wie bei jeder Ausstellung hier in Obermuckstadt ist auch ein kleiner Mühlenshop angegliedert. Hier gibt es handwerkliche Holzarbeiten wie Wanderstücke, also Stenzstücke, Gedrechseltes, Perlenkunst und viel, viel, viel mehr. Also ein Besuch der Mühlenausstellung Obermuckstadt lohnt sich in jedem Fall. So, das war der Pfingstmontag, das war der Deutsche Mühlentag, das war unsere Ausstellung. Herzlichen Dank an unsere vielen auswärtigen Gäste, die doch etwas weiteren Weg auch zurückgelegt haben, um uns zu besuchen. Dankeschön, nochmal an dieser Stelle. Gerne könnt ihr uns besuchen, jederzeit. Wir müssen wegen dem Wasser die Ausstellung zwar Vorbereitung, aber ein kurzer Anruf und wir können einen Führungstermin vereinbaren. In diesem Sinne verbleibe ich, euer Mühlenbauer Manfred Egloff und Amateur-Meteorologe hier für unsere Heimatort. Dankeschön, Glück zu und auf Wiedersehen bis irgendwann einmal hier an dieser Stelle. Tschüss.